Hallo und willkommen zurück zu Stoneheart. Wie ihr hört, bin ich wohl erstmal weitestgehend gesund. Ich habe noch ein bisschen Halskratzen ab und zu, aber ich habe gerade schon ein Video aufgenommen bei Baldur's Gate und das ging ganz gut. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen so spielen und ich würde mal sagen, ich habe mir mal Folgendes überlegt, insgesamt zu Stoneheart. Ich werde zerbrochene Flöte. Okay, produziert er dann bärmlich pfeifendes Jammern. Muss ich mir mal angucken, was das alles war. Ich habe jetzt schon wieder so viel vergessen. Du hast interessantes Zeug, muss ich sagen. Ich würde mal pausieren. Ich würde mal gerne noch mal genauer drüber schauen. Wir haben... ja, Krieger. Also jetzt werde ich mich erstmal kurz aufs Spiel konzentrieren. Und dann würde ich nämlich sagen, dass ich gern Stoneheart, wenn dann wahrscheinlich sehr sporadisch aufnehme, so wie ich es auch schon jetzt immer gemacht habe, meistens dann vermutlich ein oder wirklich, also wirklich nur eine oder so manchmal auch zwei Folgen. Und ich würde dann wahrscheinlich Stoneheart gern nutzen, um so ein bisschen so zu erzählen, was meine YouTube-Leben angeht, vielleicht auch was mein Real-Life angeht, so wie mit der Krankheit und so. Und was ich mir so überlegt habe, was ich plane, was mich bedrückt oder so. Und was ich mir wünsche bei YouTube und in dem Spiel. Und vielleicht auch über andere Spiele reden oder so. Nicht zugeordnet. Verrotteter Nahrungsmittelkorb. Das würde ich gerne sozusagen, dafür würde ich ganz Stoneheart nehmen. Das ist sozusagen meine Quatsche-Spielrunde dann immer. Und das wird, kann durchaus sein, dass nur eine Folge in der Woche oder so kommt. Aber ich denke mal... ihr versteht sicher, dass wenn man viel Arbeit hat, so im Real Life, so richtig arbeiten geht und so immer bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr unterwegs ist, dass man dann nicht wirklich es noch schafft, neben den häuslichen Arbeiten noch viel aufzunehmen. Vor allem ist man dann so fertig immer nach der Arbeit. Na gut, also wir haben hier zerbrochene Flöten und ich weiß gar nicht mehr, wofür die gut waren. Muss ich nochmal genau mir angucken, aber das ist erstmal egal. Der bietet aber auch zerbrochene Flöten. Ach nee, ich bin beim Verkaufen gerade. Ah, so, ich habe das falsch gemacht. Das heißt, hier könnte ich mal gucken, was ich verkaufe. Und die zerbrochenen Flöten bringen 15 Gold. Die Dinger kann ich verkaufen. So sieht man auch das Gesamtlager. Das ist interessant. So. Poyo-Federn haben wir. Was auch immer wir damit wollen. Ach, du verkaufst die. Hatte ich da letztens die gekauft oder habe ich die irgendwo hergekriegt? Ich könnte ja mal einfach so nochmal drei kaufen. Keine Ahnung, wofür ich die brauchte. Ich muss mir das alles nochmal in Ruhe angucken, so ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, wenn ich einmal wöchentlich wenigstens spiele oder so, dass ich dann schon dann langsam wieder reinkomme. Wir hatten unsere Krieger vermutlich ein bisschen ausgerüstet. Ich hatte hier alle möglichen Workstations. Und Geld haben wir eigentlich genug. Genau, Holz war mal das Problem, aber da habe ich jetzt so gut gemacht durch die Farm. Wir hatten jetzt genug Holz und wir könnten auch wieder neues Holz zur Not nutzen zum Verkaufsgegenstände produzieren. Das machen wir ja sowieso. Aber ich glaube hier, das mit dem Leder und den Stoffen war doch irgendwie knapp. 4 Leder, 5 Stoffballen, 6 Spindeln. Und ich glaube, der hatte auch so gemacht, dass er, der oder die hatte gemacht, dass er automatisch so viel produziert, wie jetzt ungefähr da ist. Ich würde mal ein bisschen Leder kaufen, auch wenn es sehr teuer ist, aber ein bisschen Geld haben wir. Wofür soll man es sonst benutzen? Und dann kann ich bessere Rüstungssachen machen, ohne dass ich jetzt ewig erstmal vorproduzieren muss. Und so hat er alle mehr im Lager. Das würde ich auch gerne kaufen, aber das bietet er ja nicht an. Gut, genug zu dem Händler. Jetzt muss ich mir erstmal klarkommen, was hier in unserem Lager geht. Wir hatten viele Kämpfe, als ich diese kurze Krankaufnahme gemacht hatte. Wir hatten viele Kämpfe, aber hier oben ist noch ein Lager, was man noch zerstören könnte. Das sind sogar zwei Lager, glaube ich, gewesen, ne? Ja, hier, genau, zwei Haupthäuser sozusagen mit zwei Schatzkisten. Das heißt, wenn ich das besiegen gehe, das Zeug, sollte ich da mit strategisieren, was ich da sehe. Und wir hatten noch irgendwo anders noch so einen großen Riesen gesehen, ne? Hier so. Gigantischer Zombie. Sieht man da irgendwelche Stats? Ne. Der bewacht auch eine Schatzkiste. Wie sehen denn unsere Krieger aus? Habe ich da gerade irgendeinen Partybefehl gemacht? Nö, sieht nicht so aus. Die sind ganz normal unterwegs und gucken. Das Häschen ist schön befreundet durch Safana. Stimmt, ich hatte die Baldur's Gate-Namen. Ist das alles lange her. Safana, Level 5 Trepper. Wollte ich nicht irgendwie mal einen Schafhirten oder sowas machen? Oder irgendwie einen Hirten? Händler wird in 50 Stunden zurückgehen. 3 Goldbahnen zu geben, wenn ihr 9 Vogelbaden für ihn bereithaltet. Habe ich denn welche produziert? Stadtlager...
Ja, Hammer, gut. Mehr als genug. So, und dann wollte ich doch irgendwie Rüstungen bauen. Aber jetzt gucke ich erstmal meine Leute durch. Vielleicht ist das für euch auch mal gut als Auffrischung. Wir haben, kann man hier irgendwie nach Namen, nee, nach. Irgendwas sortieren? Die sind nach, sortiert, nachdem wir sie gekommen sind? Oder wie funktioniert der? Nee, nach Job scheinbar. Hier unten kommt keine Arbeiter mehr. Und die Kriegersachen sind auch hintereinander, wobei Bogenschütze vor Farmer ist. Gut. Wir haben einen Trapper. Vier Arbeiter nur. Was machen ja auch andere, die Arbeiten der Arbeiter? Nur Bergbau und Bauen ist ein bisschen. Du kannst Bergbau und Bauen machen? Na gut, Steinmetz. Ich meine, ob du nur auf deiner Werkbank auf den Stein rumklopfst oder an der Baustelle, ist ja egal. Hier wollte ich was machen. Ich musste außenrum Treppen bauen, ne? Ich erinnere mich. Der Baum. Sind die Bäume ja ausgewachsen? Der noch nicht. Warum ist der so ein kleiner Baum? Warum sind die alle gewachsen und der noch nicht? Mittlere Eiche. Wir warten mal, ob sie noch größer wachsen. Vielleicht wachsen sie noch mal größer. Wir gucken mal kurz woanders. Was ist der Riesenzombie? Gibt es noch größere Eichen? Ne, das sind alles nur mittlere Eichen. Das heißt, wir können die eigentlich weghacken, ne? Wir haben ja neue angepflanzt. Das Holz sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein. Sammeln die Bäume hier. Und die Bäume. Dann haben wir wieder Beeren. Ein paar Beeren sind da, aber ich würde erstmal warten, bis alle da sind, dann kann man wieder alle gleichzeitig abbauen. Das ist sinnvoller, effizienter, glaube ich. Ja, wie gesagt, ein bisschen ab und zu kommt noch Halskratzen, wo ich dann räuspern muss. Und ich glaube, ich höre mich auch sehr viel tiefer an als sonst. Was ist denn mit dir hier? Oh, du hast da was nicht ganz verstanden an dem System hier. Du kommst doch hier gar nicht weg, oder? Naja, egal. So, sind jetzt alle beschäftigt? Die werden jetzt gerade alle ganz schnell die Bäume weghacken. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Achso, und danke für alle, die mir gute Besserung gewünscht haben. Das ist angekommen. Ich glaube, ich habe nur einmal geantwortet gehabt, aber hatte mich dann halt nicht mal so nur an den Computer gesetzt, sondern ein bisschen ausgeruht und so. Danke für alle und ja. Ich habe dafür leider alle Kommentare vergessen, die irgendwie mal waren. Ich erinnere mich, dass hier irgendwas war. Wenn ihr nochmal mich an meine Erinnerung auffrischen wollt, sagt einfach Bescheid in den Kommentaren, was ich machen sollte, was ich machen wollte, irgendwie, was ihr mir vorgeschlagen habt und ich vielleicht aufgegriffen habe, aber nicht umgesetzt habe. Sowas halt. Kleriker feuern. Kräuterarzt, Kleriker. Jetzt muss ich nochmal in die Jobliste reingucken. Konnte man die so irgendwie sehen? So sieht man Handwerker. Das heißt, man muss jetzt, wenn dann, so machen und dann sieht man das. Also, hier ist noch ein unbekannter Beruf, der noch nicht freigeschalten wurde. Okay. Wir haben Schmied, wir haben Segentyp, dann aus dem wird ein Koch, Bogenschütze und Ritter. Normaler Krieger, Kleriker wird aus einem Heiler, ein kämpfender Heiler. Okay, das können wir ja dann vielleicht machen aus unserem Heiler. Wir brauchen wahrscheinlich vermutlich nicht beides, denke ich mal. Töpfer, nützliche Waren aus Ton. Aber für einen Töpfer muss ich ein Steinmetz umwandeln. Oh. Aber Töpfer bringt, macht ja doch nur was in der Wüstenstadt, oder? Habe ich irgendwie so eine Erinnerung, dass da irgendein Problem war. Ich glaube, dass wir kein Lehm haben oder so. Trapper ist klar und daraus macht man einen Schäfer. Das heißt, ich brauche einen zweiten Trapper, um einen Trapper zum Schäfer umzuwandeln, damit es Sinn macht. Oder ich verwandle jetzt den Trapper zum Schäfer. Zähmt wilde Tiere. Könnte man nicht irgendwie Hühner jetzt auch haben? Muss ich gerade mal ausprobieren. Weber haben wir schon, glaube ich. So, gucken wir nochmal durch. Ja, wir haben Weber. Wir haben Trapper. Wir haben einen solchen Krieger, zwei solche Krieger. Aber oh, wir haben vier. Cool. Stimmt, ja. Das ist ja nicht schlecht. Aber der konnte nur bestimmte Rüstung tragen, die die nicht tragen konnten, ne? Ich glaube, so war das. Ein Schmied, das. Das heißt, den machen wir nicht zum Tontypen. Aber den können wir zum Kleriker machen und den.
Muss ich mal gucken, was der produzieren konnte. Irgendwas wollte ich jetzt nochmal. Achso, ein Trapper. Die Trapperin wollte ich dann in Schafhirten machen. Wobei Safana jetzt vom Namen her, wie man sie kennt, eher zum Trapper passt, glaube ich. So, von Baldur's Gate. Aber ist ja egal. Ich richte mich jetzt nicht ganz so danach. Ich werde ein bisschen so die Berufswahl danach machen, aber gut. Schauen wir mal, können wir ja vielleicht Safana zu einem Schäfer machen? Ne, da brauchen wir noch einen Schäferstab. Also wir brauchen einen Schäferstab und einen Kleriker-Folianten. Wir werden angegriffen. Ach, da sind wieder... Ach, deswegen habe ich das weggemacht, stimmt. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Du gehst schon hin? Ah, der Bogenschütze rennt zuerst. Ja, super. Das läuft. Das läuft. Du kämpfst jetzt gerade auf der Treppe, oder was? Tiax hat Schreiner Level 6 erreicht. Ach du Jemini. Heftig. So, du hast alleine den Goblin besiegt, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Aber es war nur einer? Macht doch gar keinen Sinn, oder? Es war bestimmt nur eine Ablenkung und irgendwo anders greifen sie jetzt zu 20st an oder so. Ich kann es mir vorstellen. Bei dir wollte ich ja irgendwas gucken jetzt. Haben wir genug, um irgendwas herzustellen? Hier, ich wollte so eine Feuerköcher. Haben wir das Ding schon hergestellt? Stachelköcher? Woran sehe ich denn das? Rüstung. Das zählt ja nicht als Rüstung, oder? Das zählt bestimmt irgendwo anders als Waffen oder so ein Kram. Braucht man zufällig den Stachelköcher, um so einen Köcher herzustellen? Nee. Du brauchst Level 5. Welches Level hast du denn? Kann ich gar nicht sehen, weil die Sachen alle schon ab Level 1 verfügbar sind. Das ist ja doof. Das ist ab Level 2 verfügbar. Ich meine, wir können ja auch solche Sachen bauen und wenn wir sie nicht brauchen, verkaufen wir sie. Aber ich weiß nicht, ob die Ressourcen das wert sind. Beim Schmied. Jetzt mal kurz gucken. Ach nee, warte mal. Wir wollten jetzt erstmal, ich wollte jetzt erstmal hier dich zum Kleriker dann vielleicht machen. Das heißt, du stellst mal so einen Folianten her. Genau. Deswegen haben wir das Leder. Achso, du hast doch Bandagen gebaut, ne? Du bist Arbeiter. Dann lassen wir den Schmied. Dann gucken wir mal ganz kurz, was der machen konnte. Ach, hier. Da war er mit Silber- und Goldbahn. Aber Stahlbahn hattest du schon gemacht, ne? Ja. Sonst hätten wir ja noch das Zeug übrig. Wie viel Stahl haben wir denn im Lager? Stahl. Da, 13. Aber du hast noch nicht das Level, um die höchsten Rüstungen zu bauen. Level 6. Okay. Das heißt, du bist Level 5 vermutlich. Das heißt, wir müssen irgendwelche anderen Bahnen. Was brauchst du denn dafür? Level 5? Nee, du bist Level 4 erst. Oh. Mann. Wir hatten ja auch noch ein bisschen Rüstungen da. Kann man hier noch irgendwas herstellen? Das kannst du herstellen. Oder Kupfer. Aber ich mach mal Bronze. Oh, wir haben wenig Futter. Da müssen wir was tun. Ich wollte die Bären hier abbauen. Stimmt, wir hatten vergammelte Bären und ich habe keine neuen dran geholt. Das ist immer das Problem. Man muss ja immer diesen Kreislauf schaffen. Von vergammelten und neuen Bären. Und mir ist gerade aufgefallen, wenn mir hier Bäume fehlen für hier die abgelegene Stelle oder so, dann pflanze ich einfach nochmal einen riesen Baumwust drumrum. Stimmt, warum mache ich denn das nicht? Wir sollten hier vielleicht jetzt erstmal nicht mehr so viele Bäume einpflanzen, oder wie viel haben wir noch? Achso, das kann ich ja jetzt so machen. Kann ich ja gleich aufsetzen gehen. Wo war denn das? Hier. Das kann man zumachen. 15, na gut. Da lass mal noch weiter pflanzen. Kann die hier an der des Hauses wachsen? So, das soll richtig schön versteckt sein hier hinten. So, dann habt ihr mehr Pflänzchen. Eindringlinge, was seid ihr denn für Viecher? Ihr seid ja richtig gut bewaffnet. Macht mir fast Angst. Ork. Das sind keine Goblins, das sind Orks. Riesige Knochenaxt kommt da angelaufen. Kriegers? Ah, der Bogenschütze schießt schon. Rennst du weg? Ja. Kommen die anderen noch? Ja, gut, komm. Gut, jetzt klappt das wenigstens. Jetzt hat's gespeichert, super.
Was da schießen? Gegnerische Bogenschützen. Ach du Jemini. Jetzt haben die Gegner auch schon so einen Kram. Das ist ja jetzt interessant. Oh, wo ist mein Heiler? Hat mein Heiler schon... Kann ich den denn jetzt schnell umwandeln? Moment, Pause. Hast du schon das Teil gebaut? Wenn ja... Ändere Arbeit. Kann ich dich nicht jetzt gleich dazu machen? Dann kannst du doch gleich mitkämpfen und heilen. Das ist gefährlich. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, komm, den habt ihr. Sehr gut. Und du gehst jetzt den Kleriker-Folianten holen, während hier hinten die Bogenschützen. Wo sind die eigentlich? Oh, Moment. Komm mal bitte hier rüber. Das ist zu gefährlich. Ja, genau. Du bist jetzt Kleriker, oder? Ah, du heilst jetzt im Kampf. Sehr gut. Ich hoffe, das klappt. Geht ihr jetzt auf den Bogenschützen los? Ich sehe nicht, was ihr macht. Der zieht sich zu den Bogenschützen zurück. Sehr gut. Du hast Fußsoldat Level 5 erreicht. Und jetzt könnte er theoretisch alle die Bogenschützen aufmischen. Oh, das ist gefährlich. Aber du bist ja in der Ecke gedrängt. Sehr gut. Oder auch nicht mehr. Greifst du gerade meinen Kleriker an? Na gut, das ist immerhin schon mal ein Vorteil, dass dir nicht mehr andere angreifen. Händler nähert sich. Pause. Kampfgetrubel und so. Bin gerade auf der Durchreise, aber ich bin bereit, ein oder zwei Handel zu machen, wenn ihr interessiert seid. Wenn ihr mir 4 Holzschwerter macht, werde ich in 3 Tagen zurückkommen und euch 4 hölzerne Gartenlaternen im Austausch geben. Nee. Blödsinn. So, den kriegt ihr eher besiegt und der Kleriker heilt sich einfach und tankt alles weg. Was hält man davon? Wo ist denn mein Bogenschütze? Der greift den Bogenschützen an wahrscheinlich. Gut, dann schauen wir mal. Du siehst aber auch aus hier. Wie hier, wisst ihr nicht, der Plumpser geht rum oder so. Wer von euch kennt das noch? Na, kommt, besiegt den. Ihr habt insgesamt trotzdem noch mehr HP als die beiden zusammen, oder? Vielleicht nicht ganz. Der Kleriker tankt da hinten. Oh ja, das ist ein schönes Schwert. Spitz glänzend. Oh Mann. Und du heilst ihn? Sehr gut. Das ist fast unfair. Geht's euch noch gut? Goblin, kommt jetzt hier oben wieder einer? Okay, das ist nur einer mit einem Hackebeil. Und jetzt ist noch hier der Bogenschützenkampf. Fehler! Singing Call from Non-Stopping State Ready. Okay, das Denken hat einen Fehler verursacht. Da konnte er nicht denken. Ein Gegner. Oh. Ja, ne? Das machst du ja jetzt super. Wirst du besiegst den... Ich halt nicht. Du besiegst den ganz alleine? Ernsthaft jetzt? Warum mach ich mir an so einen Kopf um das Vieh? Kannst du das Ding ohne angreifen? Mach mal angreifen. Achso, du willst das Ding Goblin jetzt angreifen. Gut. Das können wir alles einsammeln. Level 5, Level 5, Level 3. Sehr gut. Wir haben unseren Superkleriker da. Oh, jetzt müssen wir mal looten hier. Wo war denn das Looten? Hier. Achso, ist automatisch. Wird automatisch gelootet. Okay, ich erinnere mich. War irgendeine Einstellung in den Optionen. Wo bist du hin? Warte. Ihr habt den schon besiegt. Okay. Das wird auch automatisch gelootet. Könnt ihr noch das Zeug besiegen? Da ist noch einer. Gut zu wissen. Oh, der Arme. Ich kümmere mich gerade nur ums Kämpfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Können wir das Zeug so looten? Ja, sehr gut. Das Ding hier bitte nicht mitnehmen. Das hat damals für Fehler geführt. So, jetzt haben wir eine Kleriker-Werkbank, aber keinen mehr, der was machen kann, oder wie? Ja. Wir haben keinen mehr, der hier was machen kann. Das ist doof. benötigt ein Kräuterarzt der Stufe 1. Ja, ne? Habe ich gut gemacht. Muss ich zugeben. So, ihr geht alle looten. Da haben wir jetzt ganz schön viel gekämpft. Lebt ihr alle noch?
15 Leute haben wir noch. Das müsste alles noch passen. Nur die sind wahrscheinlich alle nicht mehr ganz so gesund, ne? Dir geht's gut wahrscheinlich? Oder wurde die alle schon geheilt? 250 HP. Boah. 250 HP, du bist noch nicht ganz heil. 327 HP, ist das schon immer so viel? Achso, du isst was. Na gut, da kriegt man auch wieder Heilung reingeswitchert und so. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich wollte das Ding noch ausbauen, aber ich muss erstmal mit dem ganzen Spiel wieder klarkommen. jetzt brauche ich wohl einen neuen Kräuterkundler, wa? Weil jetzt Yahira zum... Passt sogar, weil die ist ja Krieger... Kleriker oder sowas gewesen. Krieger-Druide oder sowas. Das heißt, es ist ja ein Kampfkleriker. Und jemand anders müsste jetzt... Vekonia macht jetzt... das hier. Kräuterarzt. Was halt man davon? Ja, hier mach mal. Das passt schon. Passt schon. Genau. Du machst dir dann trotzdem andere Aufgaben, richtig? Die so auf so hier Arbeitertierchen machen. Hoffe ich mal. Vekonia, ne, machst du nicht. Na gut, das, ja gut. Ist okay. Passt schon. Haben wir noch genug Betten eigentlich rumstehen? Hier sind 6, 8, 9, 10, 11. Ah, ein bisschen Bettmangel ist, oder? 12 Betten haben wir. Ich sollte vielleicht mal mehr installieren irgendwo. Hinfeuern. Na gut, die Nacht bricht herein und ich würde mal sagen, die Folge werde ich jetzt wieder beenden. Ich habe jetzt doch weniger über das als Blog benutzt, als ich dachte oder als ich wollte, aber ich gewöhne mich erstmal dran. Ja, war krank, wie gesagt, und ja, gibt eigentlich sogar einiges zu erzählen, aber das würde jetzt die Folge wieder zu lang machen. Naja, habe ich halt normal im Spiel ein bisschen rumgespielt. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.